So, da sind wir auch schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich füge Gegnern Schaden zu, während du auf einem Motorboot bist. Da ist echt die Frage, wie wir das Ganze machen. Wir probieren es definitiv mal in Gruppenkeile, aber kurz in eigener Geschichte. Ihr seht hier unten, Creator Code ist endlich da. Also, wer Lust hat, den einzutragen, ich zeige euch ganz kurz, wo. Hier unten rechts, unterstütze einen Creator, da YouTube-FamilyHack eintragen. Schon unterstützt ihr mich mit jedem Kauf, den ihr macht mit V-Bucks. Wäre natürlich super nice von euch. Und als kleines Dankeschön werde ich halt morgen um 18 Uhr einen Skin verlosen auf meinem Kanal. Einfach, wie gesagt, wenn du noch kein Abonnent bist, gerne jetzt abonnieren, dann die Glocke aktivieren, dann siehst du auch, wann ich morgen online komme. Und wie gesagt, um 18 Uhr verlose ich dann einen Skin aus dem Shop, der gerade aktuell ist. Dann aber vorweg, bitte trage schon mal ein, dass du mir eine Freundschaftsanfrage schickst. Hat einen ganz simplen Grund. Ihr seht schon, 153, wir sind jetzt bei bam, 400, ja, 490 Leute, die schon dabei sind. Das hat folgenden Grund. Wenn ich euch ein Geschenk kaufen will, ihr müsst mit mir befreundet sein. Und das schon mindestens 3 Tage. Heißt zum Beispiel, Amuti kann ich erst nicht heute was kaufen, nicht morgen, sondern erst am Samstag. Das ist halt ganz wichtig, dass wir da schon befreundet sind, weil ansonsten verzögert sich das Ganze nur für euch. Also, wie gesagt, gerne Freundschaftsanfrage schicken, gerne Abo da lassen. Wie gesagt, und so, jetzt gehen wir mal direkt zur Aufgabe. Das wird wohl eine der nervigsten Aufgaben. Die werde ich wahrscheinlich auch mit euch zusammen machen müssen im Stream oder so. Ich werde es mal solo probieren in Gruppenkeile. Einfach ein Boot reinsetzen und hoffen, dass wir irgendwie einen Gegner finden und auch treffen. Und die Frage ist natürlich jetzt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare beantworten. Da steht ja, während du auf einem Motorboot bist. Wenn ich da drauf bin, würde das doch rein theoretisch bedeuten, einer fährt das Boot und einer macht Schaden. Heißt nicht unbedingt mit den Raketen. Probiert mal bitte aus, ob das funktioniert. Wir werden es natürlich nachher ausprobieren und schreibt es bitte in die Kommentare. Wenn ich die Antwort selber gefunden habe, werde ich das natürlich auch unten in die Kommentare reinschreiben. Nur jetzt gerade kann ich es nicht genau beantworten. So. Lazy Lake ist schon mal gut, weil dann können wir nämlich hier hingehen. Hier ist eigentlich safe immer ein Boot. Dann können wir eigentlich hier hoch. Ja, da müssten wir eigentlich Gegner finden. Müssen wir einfach mal gucken. Aber die Frage ist natürlich, kriegen wir erstmal überhaupt ein Boot? Das ist natürlich die andere Frage. So, was ist sein Problem hier? Ach Leute, was macht ihr denn immer? Ihr immer mit euren Kinderkämpfchen da. Ja. Nee, 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 nee. Und wie gesagt, nochmal Gruß an alle, die jetzt schon abonniert haben, an die 1600. Wir sind kurz vor der 1700, also dürften nur noch 2, 3 Abonnenten fehlen. Erstmal Grüße gehen daraus und alle, die mich halt unterstützen, die im Stream dabei sind und. Natürlich meine Moderatoren. Also so schnell, dass ich so schnell wachse, in Anführungszeichen, hätte ich halt echt nicht gedacht. Und halt für natürlich das gute Feedback. Auch von jüngeren und auch sogar inzwischen von älteren Zuschauern. So, jetzt gehen wir mal rein und suchen uns direkt mal ein Boot. Bam, bam, bam. Am besten halt hier oberhalb, weil da kann man wenigstens noch mal hingehen und kann in die Mitte rübergehen. Wenn ihr euch nämlich unterhalb ein Boot holt, habt ihr das Problem, dass die Staustufe da quasi im Weg ist. So, wir holen uns direkt mal das Boot hier. So, Rakete abfeuern ist mit R2. Ich sage, ich meide dieses Boot immer. Weil es ist einfach laut und man sieht es auf der Map. Also, wer die Anzeige hat, wo Gegner sind, wegen lauter Akustik und so, ihr werdet wissen, was ich meine. So, erstmal schön hier runter. Und Bruchlandung. Oh, nicht im Wasser gelandet. So, jetzt hoffen wir, dass wir halt am besten direkt einen Gegner finden, damit ich wenigstens ein bisschen was an Schaden schon mal gemacht habe und ich euch zeigen kann, wie das Ganze hier gemeint ist. Und wie gesagt, wer weiß, wenn man hinten mit drauf sitzt, man kann ja zu viert auf dem Boot fahren. Und ob der Schaden dann auch zählt, wenn man hinten drauf steht, gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich denke mal, das werden
Wird wohl alle interessieren, ob das funktioniert. So, natürlich finden wir hier keine Gegner. Es wird natürlich nicht so einfach, das ist klar. Aber ich denke mal, wenn mir das... Natürlich nicht. Er klaut mir natürlich jetzt das Boot. Das ist halt echt eine Aufgabe, die ist zum Heulen. Weil jetzt danach wieder ein Boot zu finden, ist natürlich wieder so reine Glückssache. So. Aber hätte ich halt da jetzt den Schaden gemacht, hätte es definitiv gezählt. Es geht hier nur erstmal darum, damit ihr wisst, was mit der Aufgabe genau gemeint ist. Wäre natürlich nice, wenn ich es auch hinkriegen würde. Zumindest mal irgendeinen Schaden. Aber das wird nicht ganz so leicht. Vor allem jetzt, da wir das Boot quasi geklaut bekommen haben. Ach, wo renne ich denn hier hin? So, jetzt werden wir nochmal ans Meer gehen und gucken, ob wir da noch ein Boot finden. Oder vielleicht kriegen wir jetzt auch einen vom Boot runtergeholt und klauen dem dann wieder das Boot. So, hier haben wir nur den See. Ja, ich muss grob in die Richtung. Also die Aufgabe ist echt nicht einfach, würde ich behaupten. Außer wenn es natürlich heißt, hinten drauf sitzen. Dann wäre das Ganze wieder ein Tick einfacher. Da wird man sich am besten dann mit Freunden zusammentun. Alles stellt sich auf dem Boot, alle Gruppenhilfe an. Und dann ist das eigentlich easy machbar, wenn man dann einen Gegner findet, relativ nah am Wasser. So, wir werden jetzt mal hier Richtung Wasser gehen. Gucken, ob ich da noch irgendwie ein Boot finde. Ich sage, also die Aufgabe, die hätten sich echt schenken können. Oder sie hätten einen Modus reinmachen müssen wie Wasserschlacht oder irgendwie sowas. Aber an der Aufgabe werden definitiv einige verzweifeln, weiß ich jetzt schon. So, hier müsste safe ein Gegner sein. So. Sag ich doch. 7 HP, man kennt mich. So, jetzt gehen wir aber doch mal Richtung Wasser. Assist? Wofür habe ich denn einen Assist bekommen? Ah, da kommt schon einer mit dem Boot. Ah, warte, warte, warte. Komm, lass mich ins Boot. Ja, safe Schaden gemacht. Nein, er holt mich sogar mit dem Boot weg. Also 35 Schaden haben wir jetzt schon mal gemacht. So, jetzt will ich da wieder hin. Ich will das Boot haben. Sache, es ist so eine dämliche Aufgabe. Aber ihr habt jetzt gesehen, 35 Schaden habe ich schon mal gemacht. Hat jetzt mir einer das Boot geklaut? Hä? Wo ist das Boot? Ach, da hinten. Es ist halt einfach eine dumme Aufgabe. Aber ihr seht ja, so könnte es funktionieren. Ich hoffe, ihr habt da einfach mehr Glück als ich. Safe, nicht einfach. Wenn natürlich jetzt hier am Rand einer stehen würde, AFK, wäre natürlich die beste Lösung. Aber so viel Glück werden wir wahrscheinlich nicht haben. Und geht halt immer zu eurem Boot wieder zurück, wenn es nicht gerade wirklich geklaut wird. Vollen Umgucken ist ja auch nicht wirklich drin. Ja, hol mal die Maus der Luft, Kappa. Gucken, wo er landet. Schieß, schieß, schieß. Nice, das waren schon mal 50 Schaden. Oh, 105 Schaden schon. So, jetzt gehen wir direkt wieder ans Wasser. Sag nicht, ich krieg die Aufgabe doch hin. Aber was ich halt jetzt hier habe, ist halt wirklich Glück, dass da auch gerade zwei stand, weil man sieht, das Boot macht halt nicht viel Schaden. Selbst beim Volltreffer macht es nur 50 Schaden.
So, ich will nur dieses scheiß Boot haben. Nein, lass mich doch in Ruhe. Ich will doch einfach nur das Boot haben. Aber ein Boot müsste noch auf dem Wasser sein, nämlich meins. Oh, warum spawn ich denn immer so weit vorne? Ja, mein Boot ist noch auf dem Wasser. Jetzt hoffe ich halt nur, dass mich hier keiner groß wegsniped. Zack. Auf jeden Fall schon mal der Kill da. Komm, ja, noch einer. Komm, wer will noch? Nein. Oh. Aber jetzt haben wir schon 210 Schaden, also wir nähern uns. Aber ihr seht, es wird ein mehrrundiger Prozess sein. Also wer das in einer Runde hinkriegt, Respekt. Und würde ich sagen, Glück gehabt. Und hier sind wir noch gerade am Strand, was natürlich auch ein großer Vorteil ist. Aber der andere... Ja, das Boot ist noch nicht untergegangen. Och Mann, was macht ihr denn immer? Warum springt die mir nur dumm hinten drauf, ey? Furchtbar. Aber ich denke mal, ihr habt jetzt gesehen, wie das Ganze funktioniert. Und da würde ich auch sagen, ich probiere mein Glück einfach mal weiter. Und wie gesagt, wenn ich euch damit schon helfen konnte, gerne ein Abo da lassen. Wie gesagt, Creator-Code nicht vergessen einzutragen. Hilft mir, hilft euch. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.